Wir haben mittlerweile viele Jahre Erfahrung, wir haben viele Vorgänge optimiert und das geht eigentlich mittlerweile sehr flott. Wir sind natürlich auch geübt, wir haben super Leute, die das alles schon viele Jahre machen mit uns zusammen und die Organisation ist alles. Ja, Donnerstag halt den letzten Rest noch einladen, was noch nicht verladen wurde. Hier hochfahren, aufbauen, Zelte aufbauen, die Box einrichten. Das ist ja jedes Mal fast ein Hausstand, den man mitnimmt. Neun Autos jetzt am Wochenende im Einsatz. Zwei Auflieger, 7,5 Tonner, Busgespanne, also wirklich sehr, sehr viel. Für mich ist der Freitag der eigentlich stressige Tag. Ich muss halt zusehen, dass wirklich die Dokumente abgenommen werden, dass alle Fahrer in einem gewissen Zeitraum in der Abnahme waren. Dann gibt es heute Abend noch die Pflichtveranstaltung Fahrerbesprechung. Perfekt. Die Motorsportwelt trifft sich hier wirklich aus allen Herren Ländern. Die VLN macht noch aus, dass sie sehr publikumsnah ist und sehr fanfreundlich und wirklich noch Motorsport zum Anfassen, auch wenn es schon wirklich sehr hochklassiger Motorsport ist in jeder Klasse. Wir sind in Deutschland, es muss alles seine Ordnung haben, es wird alles doppelt und dreifach kontrolliert und gecheckt. Ja, aber Ordnung muss sein und auch da hat man dann mittlerweile Erfahrung und die Ruhe weg und die Übersicht und dass das eigentlich relativ reibungslos klappt. Also Samstags ist für mich eigentlich der entspanntere Tag, weil dann ist für mich alles schon durch, was ich beeinflussen kann und dann kann ich nur noch reagieren, wenn irgendwie was ansteht. Man hat klein angefangen mit, der hat ein bisschen was gegeben, hat einen Aufkleber gekriegt, der hat einen Aufkleber gekriegt aufs Auto. Und so ist es dann halt über die Jahre gewachsen und ja, mit Avia, das ist jetzt halt mit einer unserer größten Sponsoren, sieht man ja auch, dass zwei Autos voll foliert sind von Avia. Und das ist schon toll. Also es kann einen, also macht mich persönlich auch echt stolz, dass man da halt auch was darstellen kann und auch für so eine große Firma ja, repräsentiert halt einfach. Da legen Sie die Leitplanke, hochgeflogen, wieder runter. Gerade jetzt, wo der Regen eingesetzt hat, war der Inge auf einer schnellen Runde in dem Avia M240 und ist leider dem einsetzenden Regen zum Opfer gefallen. Und so wie ich gehört habe, ist er halbwegs okay. Also, aber das Auto wird wahrscheinlich heute nicht mehr fahren können. Immer wieder ein bisschen aufregend, ist ja ganz normal. Ne? Es kribbelt immer wieder. Wo positioniert man sich ein nach der ersten Kurven? Wie funktioniert es heute mit dem Regenreifen? Das ist ja ganz entscheidend heute mal. Also der Start ist immer wieder ein bisschen kribbeln dabei, auf jeden Fall. Also wir fahren schon mit beiden Autos mit Ambition zu siegen. Und beide Autos sind auch in der Lage zu gewinnen. Es ist halt natürlich immer ganz viel auch Glück dabei. Also sehr harte Arbeit bei der Vorbereitung, aber auch, braucht auch Glück. Deswegen sind die Ziele eigentlich schon, mit beiden Autos zu gewinnen und mindestens am Podium abzuschließen. Wir sind in der Cup-Klasse mit dem Avia M240 von der allerletzten Position aus ins Rennen gegangen, leider durch den Unfall bedingt. Ein bisschen alles ist hektisch, kein Auto hier, aber der Wasserstand steigt. War sicher, aber deine Seiten sind top. Deine Seiten sind top. Dankeschön. Wo ich immer sehr aufgeregt bin, ist, wenn es an die Boxenstops geht. Mein Problem dabei ist, ich kann nicht helfen. Daneben zu stehen und zu wissen, es passiert jetzt gleich was, aber wenn was passiert, du kannst eigentlich gar nicht helfen, ist für mich ein bisschen schwierig. Ja, da ist das halt dann auch immer schon echt anstrengend, für mich nervlich. Beim Avia M4 kämpfen wir aktuell um den Klassensieg,
aber wir haben halt auch noch fast 2 Stunden zu fahren. Also da wird noch eine harte Nummer. Circa 9 Minuten zum Boxenstopp. Abian 4 hat einmal falsche Reifenentscheidung getroffen und ist Zweiter geworden. Immer noch ein super Ergebnis. Kein Kratzer am Auto, alles tipptopp. Der M240 hatte heute Morgen einen Unfall im Zeittraining und den haben wir dann in letzter Sekunde fertig bekommen. Und die Jungs mussten dann vom letzten Startplatz auf starten und in dieser engen Klasse von 21 Autos waren es jetzt am Start. Total geiles Ergebnis, wenn dann mein Ärzte noch Dritter wird. Das ist fast wie ein gefühlter Sieg. So eine Veranstaltung ist halt aufgrund der Vielzahl der Aufgaben, die man hat, ratzifatzi auch zu Ende. Und wenn die Autos dann alle heile ins Ziel gekommen sind, dann ist so ein Moment, okay, wir haben es wieder geschafft, super. Und dann, ja, und weiter geht's.